Eine wuchtige Produktion. Eine wuchtige Produktion? Weißt du, was ich meine? Wo warst du denn? Fieberst du? Wir waren ja letztes Jahr am Londoner West End und haben dort unter anderem Disneys Frozen geschaut. Let it go. So. Can hold it back. Ja, ja, Adrian kann sich nicht mehr zurückhalten. So, danke schön, reicht. Und Adrian war von diesem Musical so begeistert, dass ich ihm versprochen habe, pass auf, wir gucken das auch in Deutschland an. Und eigentlich hatten wir vor, das irgendwann mal in Hamburg zu gucken, wo es ja gerade läuft. Aber, wie es der Zufall so will, auf einmal sehe ich ein Plakat. Das Ding kommt nach Nürnberg. Oh, hab ich mich drauf gefreut. Ja. Die Eiskönigin. Ja, die Eiskönigin in Nürnberg. Direkt in der hässlichsten Halle, die... Ja, in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Da denkst du dir auch so, geil, das Hamburger Ding kommt nach Nürnberg. Wie kriegen die das noch ein 15-Tage-Aufbau? Ist das schön. Und das Geile ist nicht nur, dass die Eiskönigin kommt, sondern es ist auch die Eiskönigin auf Eis. Oh. Die in Hamburg haben kein echtes Eis? Nee, das ist alles nur Fake und Kulisse. Oh, die verarschen uns da. Nee. Also man muss jetzt dazu sagen, es gibt Disneys Die Eiskönigin und es gibt Die Eiskönigin, die Musikshow auf Eis von Highlight Concerts. Und das haben wir in der Meistersingerhalle Nürnberg. Ist das was geschaut. Anderes? Ja. Oh, tut mir leid. Das ist aber schade. Ja, es ist... Ja. Aber es war da auch ein Schneemann dabei. Der ist auch Olaf, glaube ich. Und das sah auch genauso aus wie Olaf. Ja. Mega. Also, wir haben jedenfalls Die Eiskönigin, die Musikshow auf Eis von Highlight Concerts gesehen. Das war was anderes. Ja, natürlich, das habe ich doch gesagt. Mein Gott, wir haben das jetzt gerade nur gespielt. Das war doch der Einstiegsgag. Damit hätten wir einige Preise in Deutschland gewinnen können. Wir sagen nicht welchen, weil da haben wir gerade abgebrochen. Ja. Also. So. Der wird, glaube ich, jetzt mittlerweile in Berlin verliehen. Egal, weiter. Ja, wir waren in der Show. Von Highlight Concert? Ja, ich wusste ja schon vorher, dass es, also, wir haben ja gerade geschauspielert, falls es jetzt unklar Dankeschön. War. Dankeschön. Ja, deswegen, wir waren da und ich wusste es und ich dachte so, oh, das wird richtig, richtig, richtig scheiße. Weil ich dachte so, oh, London, toll, Bühne abschlecken, so toll. Und Bodennebel. Ich weiß auch nur so. Mit dem linken Nasen noch. Und ich war etwas verwundert, muss ich doch etwas sagen. Weißt, ich bin da reingegangen und dachte so, das musst du hassen. Da steht Eiskönigin drauf, das ist aber gar nicht von Disney. Ja, da haben viele kleine Kinder auch gedacht, da ist es die Eiskönigin. Die waren alle verkleidet da, aber ja, was war es denn eigentlich so inhaltlich? Also ich würde sagen, es ist ein Konzert, wo die besten Songs aus Die Eiskönigin 1, Die Eiskönigin 2 gesungen werden. Dann wurden, glaube ich, noch ein paar Songs dazu komponiert. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil vieles kannte ich nicht und vieles war auch so schlecht gereimt. Das muss einfach nur neu komponiert gewesen sein. Und dann war es noch so eine billige Version von Holiday on Ice, weil sie ja quasi die komplette Bühne als Eislauffläche hatten, wobei das kein echtes Eis war, sondern so ein Plastikeis wie damals beim Eurovision Song Contest, als der mit der Geige da stand. Was man auch ein bisschen gehört hat, das war so Plattenpolka eben da drauf. Eigentlich hätten sie auch Rollschuh laufen können, das wäre genau das gleiche gewesen. Aber ich bin da reingegangen und ich wollte es wirklich hassen. Ja. Ich wollte es wirklich hassen und dann euch jetzt einmal erzählen, wie schlimm das Ganze ist. Und oh, und eine Sache darf man nicht verhehlen. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die dachten, das wäre von Disney. Ich glaube. Ja, aber da steht doch drauf, die Eiskönigin. Und die haben doch auch die Songs aus dem Disney-Film gesungen. Und die haben auch vorne dran Disney-Merchandise verkauft. Also ja, da gab's alles. Es war schon relativ nah dran. Und ich kann mir vorstellen, einige Menschen denken so, das habe ich irgendwie anders gesehen. Bei Wetten, das war dann anders hier. Ich glaube, dass da manche so ein bisschen einen kleinen Konflikt hatten. Aber das mal ausgeklammert, es war gar nicht so blöd. Also es war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ich würde sagen... Einfaches, seichtes Entertainment. Seicht, hat einen kleinen schrottigen Akzent gehabt. Dann, aber es war irgendwie auf eine ganz blöde Art und Weise strange unterhaltend. Also es waren zwei Frauen und zwei Männer, die gesungen haben. Dann war quasi noch so ein bisschen Leute, die Artistik konnten. Ja. Eislaufen war eigentlich bei dem Stück jetzt eher Nebensache. Aber sie sind Eis gelaufen. Ja, sie sind Eis gelaufen, mein Gott. Aber und das also, das war ordentlich, die Platten waren sehr laut. Also ich finde, fand die Artistik völlig okay. Auch manche Einfälle fand ich echt okay, was sie alles so gemacht haben. Hat null zur Eiskönigin, also im Disney-Sinne gepasst, aber... Sie haben auch die Geschichte von der Eiskönigin eigentlich fast
chronologisch so ein bisschen auch nachgesungen. Also es ging mit dem hier Türen auf und so weiter los mit Arendelle. Interessant, dann wurden auch alle Lieder gesungen, also Let It Go und so weiter. Mit sehr lauten Schneemaschinen, aber die waren schon voran. Aber naja, was soll man machen? Der Schneemann war dabei, also Olaf. Ja. Das sah aus wie ein Originalkostüm von Disneyland oder sowas. Das sah wirklich 1:1 aus. Ich weiß nicht, also nun ja. Kleinigkeit, der Holzfäller hat Liebe öffnet Türen gesungen und nicht der, aber egal, das ist, ja. Nun ja, also es war irgendwie ganz unterhalten, irgendwie zwischenzeitlich bei den neuen Liedern und bei einigen Menschen, die wirklich nicht gut haben singen können. Ich sag jetzt keine Namen und ich sag jetzt keine Rollen, aber das war, ich würde sagen, divers insgesamt vom Stimmumfang. Ja, aber der Holzfäller war gut gecastet. Vom Typ her war der gut gecastet. Hast jetzt was gesagt? Egal. Nee, da gab's ja, sind ja vier Menschen auf der Bühne gewesen. Ja, alles. Es war irgendwie eine nicht erkennbare Geschichte teilweise, weil es ja natürlich nur Song auf Song war. Hinten war so eine LED-Wand, wo sie einfach mal wild drauf losgebeamert aber haben. Aber es hat nach was ausgesehen. Es war relativ viel Licht da drin. Das war nicht immer schön gemacht, aber es war da. Es war schon irgendwie, ich würde sagen, eine wuchtige Produktion. Eine wuchtige Produktion? Weißt du, was ich meine? Wo warst du denn? Fieberst du? Nein, es war jetzt nicht so, wo wir andere Dinge schon gesehen haben. Er hat die Maladie. Nein, wo wir andere Dinge gesehen haben und da waren drei Leitern auf der Bühne gestanden. Weißt du, was ich meine? Also, es war ja schon zumindest, es war ein bisschen LED, es war Licht, es war... Im Vergleich zu Der kleine Prinz, den wir ja kurz vorher gesehen hatten, war das schon eine deutliche Steigerung. Ja. Ob es gut war, insgesamt... Mich hat das Candyland ein bisschen gestört. Da haben die doch irgendwas gesungen und hinten war es irgendwie so ein Candyland mit Lollipops und... die große Frage ist jetzt, würden wir es euch empfehlen, da reinzugehen? Ich glaube, der Preis ist relativ... Heiß. Also für das ist der Preis... Oder ist der Eis? Ist der Preis Eis oder ist er heiß? Relativ, ich würde sagen, hoch. Oder zu hoch in manchen Punkten, es war bei uns so um die 70 Euro, wo ich denke, ja, dafür war es, muss da noch vielleicht ein bisschen mehr haben. Aber du gibst ja nicht nur die 70 Euro aus, wenn du mit dem kleinen Kind dahin gehst, dann will die Kleine will natürlich auch noch den Zauberstab und das Disney-Puzzle haben. Naja, es ist jetzt nicht wirklich, also es ist nicht vergleichbar mit Disney. Auf gar keinen Fall. Nicht ansatzweise vergleichbar. Nee, außer vielleicht die Karottennase von Olaf. Es war irgendwie ein bisschen entertaining und tatsächlich, ich glaube, mein Problem war, ich bin so mit einem negativen, mit schon so einer Fresse da reingegangen, dass es mich irgendwie überrascht hat, dass es irgendwas da war. Ich hatte gedacht, es wird jetzt ganz schlimm, weißt du, in Richtung Les Miserables mit den Leitern oder so. Oh Gott, mit dem Bettgestell hinten. Ja, aber... Das, ach, das war doch auch von denen, oder? War ich das weiß nicht es auch von nicht. Ich weiß es nicht. Ach Gott, das ist doch alles eine Suppe. Nun ja, also ich finde nicht gut, dass man da auch ein bisschen mit einem gewissen Verwechslungspotenzial rechts und links spielt. Das finde ich so mittel. Hat ein Geschmäckle. Das hat so einen kleinen Geschmack. Aber inhaltlich, ich glaube, wenn man da kleine Kinder reinbringt und vielleicht nicht 70 Euro bezahlt oder so. Die ist doch froh, wenn die Let It Go sind. Die haben schon ein bisschen Spaß da drin, habe ich das Gefühl. Und die hören auch nicht, ob das jetzt ein bisschen hoch, tief, nicht gut. Es wird übrigens auf Deutsch gesungen, bloß weil wir mal Let It Go sagen, fällt mir gerade ein. Also weil viele Mütter wollen ja wissen, ob das auf Deutsch gesungen wird. Sollen wir dafür Punkte geben? Also wenn ich Punkte geben würde, ich sage 5 von 10. Ja, ich gebe 4 von 10. Das war 4 von 10? Dafür, dass du gesagt hast, es war doch nicht so schlecht. Es war ganz okay, dann ist es bei 4 von 10. Es ist eine Musikshow, du darfst es nicht wie Musical bewerten. Ja, es dann ist gebe ich jetzt auch 5 Punkte. 5 von 10. Hätte es diesen kleinen Beigeschmack und wäre es nicht komplett krude, dann könnte das noch ein bisschen mehr gehen. Aber es war, ich würde sagen, unspektakulär, wie man es nicht anders nennen könnte. Aber irgendwie, weißt du, ich finde es so lustig. Adrian ging hier rein mit diesem, so, also ich hatte niedrigste Erwartungen. Sie wurden vollkommen übertroffen. 4 von 10 Punkten. Aber das ist... im Vergleich zu anderen Dingen, aber wenn man reingeht und denkt, das ist blöd, dann war es besser als blöd. Ich bin mit einem... Was ist denn blöd? 3 von 10 oder so? Das ist so ein Punkt, zwei Punkte, das wäre blöd. Wir haben noch nie einen Punkt von 10 gegeben. Oh, wir haben schon. Egal. Also, habt ihr das schon angeschaut? Habt ihr eigentlich vorgedacht, das ist jetzt so dieses Disney-Ding aus Hamburg? Wir haben nämlich schon einige Dinge in so Foren gelesen, wo sie gesagt haben, also die Tour-Version, die ist irgendwie anders die als die Tour-Version. Oder, na, hab ich auch ja, schon da wird so immer gedacht, ein bisschen runtergespart bei der Tour-Version, ne? Hab ich auch schon gedacht, das ist aber hart auch zu denken. Aber habt ihr das schon gesehen? Wollt ihr es sehen? Also wir kommentieren gerne mit euch auf Instagram, auf YouTube, Facebook, TikTok haben wir immer noch nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Da müssen wir tanzen, das können wir nicht.